Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Ja, hallo liebe SVE-Fans. Ich bin stellvertretend für das ganze Team hier. Ich freue mich, dass wir endlich geschafft haben, nach dieser ganzen scheiß Niederlagenserie die letzten Jahre in den Relegationen und in den Saarland-Pokalfinals, dass wir heute endlich mal gewinnen konnten und uns quasi mal belohnen konnten. Und wir sind alle überglücklich und wollen uns nochmal hier herzlich bedanken, dass ihr uns so heute unterstützt habt und dass wir hier im Stadion dieser Brücker besiegt haben. Also wir sind alle überglücklich. Danke von mir nochmal. Ja, und die Ausgabe ist deshalb so besonders. Und daher auch Dankeschön an Moritz, der heute einen Teil unserer Anmoderation übernommen hat. Denn es ist quasi der Saisonhöhepunkt für unsere Elf gewesen, das Saarland-Pokalfinale vor heimischer Kulisse hier in der Ursa Farm Arena in Elversberg. Und es gab nach 90 Minuten ein 1:0 für unsere Elf nach einem Tor. Und er trifft ganz besonders gern gegen den FC Saarbrücken. Man könnte quasi sagen, Julius Derby-Staller. Julius Perstaller hat das 1:0 gemacht per Strafstoß. Ja, und jetzt fällt mir die Aufzählung schwer. Wir haben nämlich einige vor die TV11-Kamera bekommen. Wir fangen an mit Lukas Kohler, mit unserem Keeper, der für den Verletzten. An der Stelle auch ja, herzliche... Auch sagen, genau. An dieser Stelle auch nochmal... Gute Besserung, Frank. Frank Lehmann, du hast uns im Spiel gehalten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne dich hätten wir heute nicht gewonnen. Das spreche ich auch, glaube ich, fürs ganze Team. Und wir wünschen dir auf jeden Fall gute Besserung, dass es nicht so schlimm ist. Und du kommst zurück, da bin ich fest von überzeugt. Und wir stehen alle hinter dir. Und danke nochmal für deine grandiose Leistung heute. Konstantin Furi, Leo Krech und mit Sicherheit auch unseren Coach Roland Seitz und natürlich der Torschütze Julius Perstaller. Viel Spaß für euch. Leo, du wolltest diesen Saarland-Pokal einfach nur in deinen Händen halten. Jetzt durftest du es eben. Wie fühlt sich das an? Ja, es ist gut, ja, weil wir haben schon viele Momente hier in der Verein, oder ich habe viele Momente erlebt hier in der Verein und ich wollte einfach etwas zurück für die Fans. Ja? Und dieser Saarland-Pokal ist sehr wichtig für die Fans, für die Region. Und wir können haben nächste Saison gegen eine top-favorite Mannschaft, der Bundesliga oder eine von der zweiten Liga spielen. Und das ist auch für uns super. Ja, ist ein schöner Moment. Ja. Es waren Emotionen, es war Leidenschaft, es war alles im Spiel, was eigentlich der Fußballfan sehen will, der Neutrale. War das so ein typisches Finale für dich? Finale und Derby, ja, das war zwei Sachen in eine und war sehr emotional, hast du alles gesagt, ja, war viele drin, viele Sachen drin, Momente, wo wir haben viele Torchancen verschossen und dann Verletzung, konnte eine gelbe Karte, rote Karte hin und her, war Emotion pur, ja. Warum hat die SVE nach 90 Minuten diesen Pokalsieg so verdient? Ich sehe dein Grinsen. Ja, ich glaube, wir haben es verdient. Ja, heute wir waren besser. Nach einem schlechten Anfang, 20 Minuten, Saarbrücken war ein bisschen besser, hatte zwei Torchancen gehabt, aber danach wir waren mit mit selbstbewusst, sehr sicher am Ball und bei Spielaufbau wir waren viel besser und dann unsere Torchancen erarbeiten. Und in der Fege oder zum Schluss, wir waren der verdiente Sieger auf dem Platz. Ja. 6.600 Fans, wie hast du heute die Kulisse erlebt? Wow, war schön, ja. Ich hoffe, dass oft so solche Kulisse zu spielen. Ja. Ich glaube, war heute schön, gute Atmosphäre. Und macht immer Spaß, wenn so mit solchen Leuten oder mit so vielen Fans durch auf dem Platz spielen. Ja. Dennoch gibt es einen Wermutstropfen. Frank Lehmann hat sich wohl schwerer verletzt. Ja, wie blickst du auf diese bittere Botschaft? Ja, das ist sehr bitter, ja, weil ja, wir können nicht so 100% richtig feiern, ja, weil ist ein Kollege von uns, er macht immer Spaß in der Kabine, macht seine Dinge, ist gut integriert in der Gruppe und so weiter. Und so eine Verletzung wünscht kein Mensch, ja, und das tut aber richtig weh, ja. Ich hoffe, dass ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Und schnell wie möglich wieder auf dem Platz, ja. Dennoch wollt ihr da ein bisschen feiern. Gibt es so einen kleinen Ausblick, wie der Abend aussieht? Nochmal? Gibt es so einen kleinen Ausblick, wie heute Abend gefeiert wird? Ja, wir treffen uns heute bei Leos, ja, zum Essen und dann spontan einfach mal schauen, was kommt, ja. Ich glaube, mit Leo als Partybiest? Nee, ich bin schon so alt, ja. Ich sehe so andere Junge, das machen sowas. Ich bin schon Familienvater, weißt du. Ja, diese Sache habe ich schon hinter mir, ja. Feiert schön, danke. Bei mir jetzt zwei Pokalsieger, Lukas Kohler und Konstantin Furi. Konstantin, die letzten
20 Minuten. Das hat sich ewig angefühlt, eine halbe Ewigkeit. Erst die Unterbrechung, dann dieser Elfmeter, wo keiner mit gerechnet hat. Und dann geht der Ball an Pfosten und am Ende steht der Pokalsieg. Wie fühlt sich das an? Ja, natürlich ist das ein unglaubliches Gefühl und das ist ja kein normales Spiel. Der Spielverlauf, der ist ja völlig auf den Kopf gestellt worden, dadurch, dass die Schiedsrichter nochmal reingegangen sind. Und dann gab es auf einmal einen Elfmeter aus heiterem Himmel, obwohl der Schiedsrichter schon zur Ecke gezeigt hatte. Und dann geht das Ding an Pfosten und wir holen uns das Ding. Und das war natürlich dann schon eine Riesenerlösung und einfach ein schönes Gefühl, unbeschreiblich und ein schöner Abschluss. Was ging dir so im Kopf vor, als du von der Seitenlinie dann zum Tor gelaufen bist? Ja gut, ich weiß ja, dass ich ein guter Ersatz bin und klar, irgendwann musste mal der Moment kommen, dass es jetzt für mich am letzten Spiel ist. Ist natürlich Zufall gewesen. An der Stelle auch nochmal gute Besserung an Frank auf jeden Fall. Und ja, da geht einem eigentlich nicht so viel durch den Kopf. Man steht ja täglich auf dem Platz und dann war es eigentlich wie gewohnt. Und vor allem bei so einer Anspannung im Spiel, da war das eigentlich wie immer, im Tor zu stehen. Lukas, wie sieht es gerade in dir aus? Du hast einerseits das Trikot von Frank an, der sich heute wahrscheinlich schwerer verletzt hat. Bittere Nachricht. Andererseits steht da der Pokalsieg. Wie ist da im Moment so die Gefühlslage? Ja, ich denke, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir den Pokal gewonnen haben, dass wir eine durchwachsene Saison jetzt noch gekrönt haben, dass wir es noch geschafft haben, was Positives mitzunehmen. Aber natürlich ist es brutal getrübt durch die Verletzung von Frank, was wahrscheinlich was Schlimmeres ist nach seiner Reaktion nach, würde ich sagen. Aber ja, ich denke, das ist auch eine Geste, dass er merkt, er ist bei uns, dass wir den Pokal am Schluss für ihn geholt haben. Das habe ich ihm auch auf dem Platz noch gesagt. Und ja, er muss Kopf hoch halten und gucken, dass er schnell wieder fit wird. Über 90 Minuten saarländischer Spitzenfußball. Warum ist die SVE so verdient Saarland-Pokalsieger? Ja, ich denke, es war so ein bisschen Abnutzungskampf. Keiner wollte einen Fehler machen, keiner wollte irgendwie sein Spiel so aufgeben. Ich denke, wir hatten die besseren Chancen. Ich habe ein Riesending in der ersten Halbzeit, den ich eigentlich hundertprozentig machen muss. Und ich denke, wir kriegen einen klaren Elfmeter. Und ja, für die war natürlich, ich weiß es nicht genau, aber muss man nicht geben. Und ja, umso schöner, dass wir es gewonnen haben. Jetzt steht da noch die erste DFB-Pokalrunde in der neuen Saison an. Auch nochmal so ein Highlight, worauf man sich besonders freut? Klar, also ich meine, dafür steht der Pokal. Deshalb haben wir ihn gewonnen, dass wir da teilnehmen dürfen. Und wir nehmen es, wie es kommt. Freuen uns auf den Gegner. Ich denke, wir können gegen jede Mannschaft eine Überraschung landen. Und freuen uns auf das Spiel dann. Wer gibt von euch heute das Feiertempo an? Ja, ich glaube, das werde ich mal übernehmen heute. Ich bin ja sonst nicht so das Partytier, aber heute werde ich schon mal ein bisschen das Tempo angeben. Und wir haben da noch andere Jungs, die da auch spezialisiert sind drauf und das machen wir heute schon ganz gut. Aber Lukas wird uns dennoch nicht enttäuschen, oder? Es gibt ein paar Kandidaten, die werden wahrscheinlich vorangehen, aber ich denke, da wird jeder versuchen, Schritt zu halten und ich keine Ahnung, was noch passiert, aber wir werden es heute noch mal richtig krachen lassen. Dann geht gut mit und feiert schön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Julius, ich glaube, wir müssen mal ein Wörtchen miteinander reden. Saarland-Pokalfinale, wieder kommt der FCS hier in die Ursa-Farm-Arena. Wieder bist du der Mann des Tages, wieder bist du der 1-0-Torschütze. Langsam wird es wirklich unheimlich, oder? Ja, weil das Spiel war wieder so intensiv, da ist so viel passiert und ich bin einfach überglücklich, dass wir das heute gewonnen haben. Zum Schluss nochmal zittern müssen, aber wir sind einfach so froh, dass wir das Ding gezogen haben, ja. Am Ende hat ein Tor gereicht, es war dein Tor. Kannst du es nochmal kurz beschreiben? Ja, ich habe mir die Ecke schon vorher ausgesucht und da einfach scharf platziert hingeschossen. Er hat die Ecke gehabt, ja, dann ist der Puls mal kurz hoch, aber er ist Gott sei Dank rein. Ja, das war das Wichtigste und ja, mit der 1-0-Führung haben wir gedacht, das spielen wir locker runter und dann in der Nachspielzeit, ja, bekommen wir noch so einen Elfmeter. Ja, aber Gott sei Dank hat er nicht reingemacht. Wir als Fans haben das heute als würdiges Finale erlebt. Würdest du es auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, ja, spielerisch nicht das Allerbeste, aber ich glaube, es war sehr intensiv. Es ist viel passiert und das Stadion war voll. Die Fans haben mitgemacht und es war schon ein geiles Finale. Ja. Warum dürft ihr am Ende die Siegershirts tragen? Ja, weil wir es einfach gewollt haben. Wir haben es unbedingt haben wollen. Das Ding, die Saison war nicht so überragend und das war eigentlich das einzige große Ziel, was wir noch erreichen wollten. Das haben wir heute 90 Minuten lang durchgezogen und so. Deswegen haben wir heute diese T-Shirts an. Ja. Du hast ja schon zu Beginn gesagt, es war am Ende nochmal extrem eine heiße Phase. Es ging nochmal in der Kabine. Das Spiel war gefühlt 15 Minuten unterbrochen. Was erlebt man da als Spieler im Kopf? Wie geht man dann nochmal auf das Feld? Und dann gibt es noch Elfmeter. Der Ball geht an den Pfosten. Da geht einem wahrscheinlich wahnsinnig viel durch den Kopf, oder? Ja, es war Wahnsinn. Ja, zuerst der Schiedsrichter gibt eigentlich Eckball. Dann nach 5 Minuten bekam ich die Info, dass er jetzt doch Elfmeter gibt. Das war natürlich schon ein kleiner Schock. Ja. Aber ja,
Wir haben Conny natürlich im Tor gesagt, er soll das Ding halten. Ja, hat er nicht müssen, Gott sei Dank. Es war aber schon eine schwierige Situation und Gott sei Dank haben wir die gut überstanden. Ja. Die Fans sprechen vom Derby-Staller. Wie feiert der Derby-Staller heute? Du, ich weiß gar nicht genau, was geplant ist. Mal schauen, was die Mannschaft vorhat. Und heute werden wir es schon ein bisschen krachen lassen, glaube ich. Ja. Freust du dich schon so ein bisschen auf die Pokalrunde nächstes Jahr, DFB-Pokal? Ja, auf jeden Fall. Das ist immer ein Highlight. Ich hoffe, wir bekommen einen guten Gegner. Dann schauen wir mal. Aber nicht Hansa Rostock? Nein, muss nicht sein. Es kann auch ein Bundesligist sein. Einfach attraktiver Gegner mit vielen Fans. Wird sicher eine große Party und dann hoffen wir, dass wir da was reißen können. Vielen Dank für den Pokalgewinn. Feiert schön. Danke. Lange war er weg, jetzt ist er endlich da. Der Saarland-Pokalsieger, Trainer Roland Seitz. Ja, einfach mal die Frage nach der Stimmungslage, nach dem Pokalsieg. Ja, schön. Ne? Irgendwo arbeitet der Körper noch ein bisschen, weil es war schon hektisch, war schon viel los heute. Es tut einfach gut, man freut sich innerlich. Man genießt erstmal ein bisschen und hofft, dass wir auch später ein bisschen feiern können. Sie waren förmlich auf 180. Ich stand hier an der Seitenlinie, dann diese lange Unterbrechung. Sie haben da auch so ein bisschen ja, diese Entscheidung bezüglich des Elfmeters kritisiert. Was war das für eine hektische Phase für Sie und die Mannschaft? Ja, ich kann es halt einfach nicht verstehen, was da wieder heute passiert ist. Ja, wenn ein Schiedsrichter, der 10 Meter vom Geschehen weg ist, auf Eckball gibt, 3 Minuten in der Nachspielzeit, in der 93. und der vierte Offizielle, der ungefähr 5-6 Meter von uns wegsteht, übers Mikro dem Schiedsrichter mitteilt, dass es ein Elfmeter war, ja, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich glaube, dass jeder Mensch, wenn man weiß, dass als Verantwortlicher unter Strom steht, da kannst du dich nicht mehr beherrschen. Weil wo gibt es denn sowas? Das ist ja wie im Theater. Da kann jeder von den Firmen sagen, heute machen wir so, heute machen wir so, ach ja, machen wir mal so. Ja, wenn er nichts entschieden hätte und hätte vielleicht gewartet, okay, kann man diskutieren, aber er war nie dran und entscheidet auf Eckball. Und auf einmal gibt er Elfmeter. Und deswegen war ich einfach erbost. Und man muss auch sagen, dann kommen ja auch ja Sachen hoch. Vor einem Jahr haben wir auch die Elfmeterentscheidung gehabt in der Nachspielzeit, wo nicht gegeben worden ist. Und es tut dann manchmal schon weh. Wochen haben Sie mit Ihrer Mannschaft auf dieses Spiel genau hingearbeitet. Am Ende eine solide, eine verdiente Leistung, ein verdienter Pokalsieg. Ist das heute alles aufgegangen, was Sie sich vorgenommen haben? Ja, teils, teils. Wir können besser spielen, ne? Aber letztendlich ist es halt ein Finale. Und im Finale ist halt so, du darfst keinen Fehler machen, du darfst dir nichts erlauben. Man ist da auch einmal ein bisschen zurückhaltender, wenn man, ich sag mal als Beispiel, Lukas Kohler sieht, der in jedem Spiel 90 Minuten die Linie rauf und runter rennt. Heute hat er sehr diszipliniert und auch gut gespielt. Und das ist dann bei den anderen Spielern genauso. Aber es ist viel aufgegangen, Koffi als Joker zu bringen, Berstaller draufzulassen, weil er einfach gegen FCS immer trifft. Von daher ist viel aufgegangen, ja. Dann hat sich leider Frank Lehmann verletzt. Gibt es da schon erste Tendenzen, Diagnosen? Also es hieß auf jeden Fall, dass es das Knie ist, teilweise auch vom Physio, dass es das Kreuzband erwischt hat. Aber klar, er ist jetzt im Krankenhaus, er wird morgen oder vielleicht heute noch MRT haben, ich kann es Ihnen noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall das Knie. Neben Benno Mohr dann vielleicht ein weiterer langfristiger Ausfall, natürlich bitter, dennoch jetzt so ein bisschen auf heute Abend zu blicken, wie wird der Abend aussehen? Ich weiß es nicht. Ich bin für den Sport verantwortlich. Wir haben auch Verantwortliche, die vielleicht fürs Gemütliche zuständig sind. Ich hoffe, dass wir einfach schön feiern, dass wir es ein bisschen genießen. Es war eine schwere Saison. Wir haben viele Entscheidungen treffen müssen. Wir sind sehr enttäuscht worden über viele Wochen, sage ich mal. Und jetzt haben wir heute trotzdem mal noch ein kleines Bonbon, um den Sieg zu feiern, um im August ein Event zu haben im DFB-Pokal. Man kann sich im Sommer freuen, nicht nur auf die WM, sondern auch auf die Auslosung und deswegen einfach den Arm laufen lassen und genießen. Sie haben das Bonbon angesprochen. Nächstes Jahr erste DFB-Pokal-Hauptrunde und daneben noch der Angriff in der Liga. Wie blicken Sie jetzt auf die Vorbereitung und damit die neue Saison? Ja, die läuft ja schon wahnsinnig viel. Wir werden jetzt auch nächste Woche den einen oder anderen Neuzugang wieder präsentieren. Wir wollten jetzt einfach bewusst vor diesem Spiel Ruhe haben, dass nicht wieder diskutiert wird, was ist das für einer, was haben Sie jetzt für einen geholt, welche Position spielt der. Aber wir werden jetzt natürlich auch den einen oder anderen wieder raushauen und deswegen habe ich hier schon die letzten Wochen viel Doppelleben gehabt, sage ich mal, mit Mannschaft und Zukunft. Und es ist ein bisschen angenehmer mit so einem Sieg, aber wir werden schon viel arbeiten müssen, um im Sommer wieder Gas zu geben. Die Sonne lacht, das Herz von Roland Seitz bestimmt auch. Vielen Dank. Heute auf jeden Fall, ja, danke schön.